Die Grenzauer Bank, Danny Heister mit Jörg Rostkopf, hofft auf ein Unentschieden zumindest. Mehr kann es nicht mehr werden, aber das wäre nach einem 0:2 Start in den Doppeln aus Sicht der Gastgeber natürlich noch ein gutes Ergebnis gegen den Top-Favorit aus Grenzau. Und das würde fürs Rückspiel alles offen lassen. Eine 4:6 Niederlage dagegen würde bedeuten, Grenzau könnte sich im Rückspiel sogar eine Niederlage in der gleichen Höhe leisten. Andersherum gesagt, verliert Görnern zu Hause mit 4:6, muss es in Grenzau mindestens 6:3 gewinnen, um noch deutscher Meister zu werden. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Während bei einem 5:5 die Ausgangsposition zumindest ein bisschen besser wäre. Grenzau würde im Rückspiel erneut an Unentschieden reichen. Görnern müsste 6:4 gewinnen. Das liegt daran, dass Grenzau nach der Bundesliga-Normalrunde auf Platz 1 war. Und deshalb mit der etwas besseren Ausgangsposition in die Playoff-Runde ging. Jeder Satz zwischen Slobodan Bobogrujic und Chancy Bin ist hart umkämpft, ist eng. Dreimal ging es in die Verlängerung, zweimal hatte Grujic zu 11, einmal Chen mit demselben Ergebnis die Nase vorn. Ganz, ganz starke Vorstellung des 28-jährigen Jugoslawen, der zuvor ja schon den Polen Lucian Blaszczyk in 4 Sätzen bezwungen hat und jetzt trennen ihn nur noch 2 Punkte vom 3:1 Erfolg gegen Mega-Routinier Chancy Bin. Netzaufschläge nacheinander spricht natürlich auch für die Nervosität. Andrzej Groba, Grenzhaus, Cheftrainer. Er will den dritten Titel in Folge mit den Westerwäldern holen. Daneben Stefan Feeth. Noch Grenzhaus Reservespieler in der nächsten Saison. Auch ein Mann der ersten Liga wird beim Aufsteiger Karlsruhe-Neureuth spielen. Der dritte der deutschen Meisterschaft. Und 2 Matchbälle für Slobodan Grujic. Zweimal die Chance in eigener Halle das 5:5 gegen die Titelverteidiger und Topfavoriten TTC Grenzau perfekt zu machen. Das wäre ein großer Achtungserfolg für ihn, für Helmut Hampel und sein Team. Slobodan Grujic schafft es, besiegt nach Lucian Blaszczyk auch Chancy Bin mit 3:1 neben Timo Boll, der überragende Spieler des TTC Görnern. 2 Einzelsiege von Grujic, zweimal Boll erfolgreich, außerdem ein Einzelsieg von Zoltan Fia-Konnert. Der TTV Görnern hat gezeigt, dass er auch ohne Jörg Rostkopf die Möglichkeit hat, gegen Grenzau mitzuhalten. Und damit hat auch der Außenseiter in diesen Finalspielen für das Rückspiel noch alle Möglichkeiten. Schön, dass es so spannend geblieben ist, dass es so spannend werden wird im Rückspiel. Darüber freuen sich natürlich auch die Fans des TTV Görnern, die einen 0:2 Rückschlag nach dem Doppel zu verkraften hatten. Shake hands
zwischen Fan und Bobo Slobodan Grujic, der das 5:5 perfekt gemacht hat. Also, Tischtennis im DSF gibt es wieder am nächsten Samstag. Wir berichten über die Entscheidung im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Das Rückspiel zwischen Grenzau und Gönnern. Nochmal klar sei es gesagt, Grenzau würde wieder ein 5:5 reichen. Gönnern muss mindestens 6:4 gewinnen. Für Hochspannung ist gesorgt. Ich bin René Adler und freue mich drauf. Ahoi. Deutsche Tischtennis-Mannschaftsmeisterschaft 2002, das Finalrückspiel zwischen dem TTC Grenzau, das ist der Spitzenspieler der Westerwälder Ma Wenge, und dem TTV Gönnern. Ich bin René Adler, salü, und freue mich zusammen mit Ihnen und weit über 1000 Zuschauer in der rappelvollen Zugbrücke-Halle in Grenzau auf eine spannende Partie und das Hinspiel. Es lässt alle Möglichkeiten offen. Es endete vergangene Woche in Dillenburg 5:5 unentschieden. Das bedeutet, Grenzau würde im zweiten Finale erneut ein Remis reichen, um zum 6. Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister zu werden. Die Erklärung ganz einfach. Die Westerwälder gingen als erstplatzierte Mannschaft in die Play-off-Runde. Und wenn dann in der Finalabrechnung es unentschieden heißt, ist die besser platzierte Mannschaft vor der Playoff-Runde deutscher Meister. Für Gönnern, die Mannschaft um den zweifachen Europameister Timo Boll, bedeutet das, die Hessen müssen unbedingt in Grenzau gewinnen, zumindest mit 6:4. Um